Ich wollte mal was hören. Nico Nevo hat sich ja wieder gemeldet mit einem Song und Album. Lass mal kurz reinhören, was der Freund hier für uns gezaubert hat. Miss You heißt der Song. Ich bin mal gespannt, was das war. R&B, weiß nicht, ob das hier jemand fühlt. Nico Nuevo, Miss You. Bin mal gespannt. Booty den Main. Nico, let's go. Also ich denke gerade an Justine, wenn ich das Lied höre. Ich denke nur an Justine. Bei 7K Klicks in 3 Tagen fühlt das keiner. Das Video oder was? Baby, du bist so nice. Sie ist eine 10 von Gimme the early 2000er Vibes. Ja, ne? Es hat irgendwas, diese P. Diddy, I need a girl Vibes und so weiter. Ich meine, der Junge sieht ja nicht, also der sieht ja so stylermäßig aus und so weiter. Nur, ich weiß halt nicht, ob das wirklich, wer ist die Zielgruppe hier in Deutschland? Es hat einfach keine Zielgruppe. Wenn ich das jetzt rein zahlentechnisch bewerten muss und rein marketingmäßig und so weiter, wer soll das fühlen? Soll das der 30-jährige Markus, der nachts die Pfanne am Brutzeln ist, soll der das fühlen oder wer soll das fühlen? Wisst ihr, wie ich das meine? Also wer soll das in Deutschland fühlen? Wir haben ja nicht so einen Lifestyle wie in Amerika, in Clubs gehen und richtig krass unterwegs sein und so weiter auf R&B. Ja, wer soll das hier fühlen? Das ist halt das Problem, das ich hier sehe. Die Bilder sind krass, ne? Die Bilder sind krass und der Style ist krass. Aber die Frage nochmal, ne? Wer soll sich damit identifizieren? Das ist halt das Problem. Und halt natürlich die Musik, ne? Der Typ ist leider hängen geblieben, dass keiner seiner Freunde dem sagt, Bruder, du bist in 2002 klatschen geblieben. Komm mal klar. Meinst du wirklich, dass in seinem Umfeld niemand dem die Meinung sagen kann? Baby, es tut mir leid, ich Er muss noch mehr Autotune machen, damit man gar nichts mehr versteht. Klick jetzt auf. Baby, you know that I miss you. Ja, klar, paar hübsche Weiber hören das bestimmt, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Er braucht Leon Lovelock als Manager, dann läuft bei ihm. Das auch und definitiv auch Jeans-Fritz-Klamotten. Weil ohne Jeans-Fritz-Klamotten kommt der Erfolg auf jeden Fall nicht. Schwierig.
Ja, schwierig, ne? Ich habe es ja eben schon gesagt. Eigentlich alles perfekt. Nur halt, wer ist die Zielgruppe? Ne? Wer ist die Zielgruppe und wer hört das so krass? Die Leute wollen einfach sowas wie, keine Ahnung, 187, so diese Partymucke, dieses nach oben Pyro und ne? Das ist halt, was in Deutschland zieht, ja. Wer soll das fühlen? Nochmal die Frage, soll das der 30-jährige Markus da irgendwie oder ja, nicht diskriminiert fühlen, wenn ich jetzt irgendeinen Namen droppe, das ist jetzt total irrelevant. Ich könnte jetzt jeden Namen droppen. Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Wer soll das feiern, Freunde? Wer soll das feiern?